erstmal weiter Werkzeug. Egal. Würde ich gerade sagen, gerade Werkzeugmacher anschließen, aber nö. So. Die Forschung hätte ich gerne. Die Forschung. Und die Forschung hätte ich erstmal gerne. Gegner hat euch bei der Erforschung einer Technologie überboten. Ernsthaft, Drakorian? Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. So, Geologie. Gut. So, jetzt warten wir ein bisschen. Wunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Okay, ich habe kein Bevölkerungslimit gerade, das ist doof. Da wird ein Wohnhaus gebaut, sehr schön. So, was sagt die Bauschleife, dass wir ziemlich fertig sind? Das hier hätte ich dann als nächstes gerne, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier... Neue Technologie ein paar Getreide Geistlichen ergründet. Ein weiterer Siegpunkt. Das ist ein erster Schritt, ein ernstzunehmender Rivale zu werden. Ja, und jetzt haben wir den ersten Weiter Siegpunkt, so. Nämlich die Quelle der Weisheit. Yeah, yeah. Ausbau. Dann gebe ich die da schon mal zum Ausbau bereit. Hier schließen wir jetzt endlich mal einen Werkzeugmacher an.
So. Was ich halt machen kann, ist hier zentral Gebäudeausbau fertiggestellt. Meine Mehlproduktion errichten. Oh, ich hab jetzt verpeilt, ihn da rum zu racen. Na, egal. Da kommt er halt an die besseren Farben ran. Ich komme dafür dann an den Fisch. Ah, ich brauche aber doch 2 Punkte. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So. Dann bauen wir mal bitte die Kirche aus, dass wir dort Geistliche holen können. Weil die Fischerei, die wäre mir jetzt erstmal wichtig. Deswegen oder ganz vorne hin. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja. Konradin ist dort gerade unterwegs. Dracoria nimmt da was ein. Und Baldurus, der hält sich recht zurück zum Glück. So, von hier aus kann ich mich eh nicht weiter ausbreiten. Ich bin ja von beiden Seiten von Dracoria mehr oder weniger umringt. Also geht's wieder da drüben. Das wäre dann auch der beste. Nee. Ich glaube, da unten wäre der beste Ort, um einen zweiten Baumeister zu errichten. Und ja, da müssen wir uns dann auch verteidigen können. Jetzt aber erstmal hier die Schwertherstellung. Hier würde ich auch gerne Metzger ein errichten. Oh, ach ja, der da nur nach Bedarf und beste Verpflegung. So. Oh, und wir haben kein Wasser mehr. Das ist doof. Hier jetzt einen Weg bauen, ja. So, Kohleminen. Ach ja, wir machen sich unsere Kohle- und Eisenminen hier. Die kann ich jetzt langsam mal auf Geologie umstellen, denke ich. Jedenfalls einen davon.
Zwei hiervon. Wie sieht Hakorians Kirche? Okay, der baut seine Kirche scheinbar nicht aus. Sehr schön, wir kriegen jetzt Weizen. Also können wir zwei Mühlen und zwei Bäcker holen. Und können hier eine Kaserne errichten. Ja, Spionage mal machen. Ich habe kein Bier leider mehr. Das sollte ich auch dringend ändern, indem ich den Brunnen nach vorne stelle. Gut, Konradin. Also so ist Papa ist wohl ein bisschen mit Dracorian abgelenkt und will nicht in unsere Richtung. Dracorian tut sich nur aufs Militär beschränken. Und ja, den Siegpunkt hier werden wir wahrscheinlich nicht so leicht rankommen. Außer wir bauen ein sehr gutes Militär aus, was wir wahrscheinlich auch tun sollten. Was haben wir denn so an Siegpunkten? Handelsaußenposten? Knochenkirche, Handelsgesellschaft, das macht Konradin mehr oder weniger. Generalismus. Erweist euch als größter Feldherr oder Regierungssieg durch einen Triumph eurer Armee über 20 nicht neutrale Gegner, übertrifft darin eure Widersacher. Im Fall eines Gleichstands verbleibt der Siegpunkt beim ursprünglichen Besitzer. Feldmarschall, ja. Bischofssitz und Wunderkind sind dann wahrscheinlich wieder mal meine Themen. Glückwunsch! Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Sehr schön. Das heißt, ich muss mir um Fisch jetzt keine Sorgen mehr machen. Kann deswegen auch unsere Fischkröte ein bisschen mehr ausbeuten. Ja, Holz wird Mangelware. Du kriegst übrigens auch eine bessere Verpflegung. Und ich habe wahrscheinlich die Metropole wieder verloren. Hatte ich hier nicht eine Fischerhütte in Auftrag gegeben gehabt?